Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir wollen es in Hey. dieser Folge mit Bulko aufnehmen. Der wollte uns Ich ja werde nicht von hier vertreiben. weggehen. Und ich will es jetzt nochmal versuchen, ob wir Ja, es dann müssen dieses wir noch Mal mal darüber schaffen. reden. Steck die Waffe weg. Die hauen Nein! sich. Alter. Kämpfen funktioniert nicht mehr Kein so Schimmel. Das wird dir wie meine letztes Lehre sein. Mal. Ich weiß auch nie warum. Läuft irgendwie nicht mehr bei mir. Oder es liegt an der Waffe. Egal, dann gehen wir erst einmal. Oder? Oder können wir mit dem auch Ich werde nicht rausgehen, von um hier zu weggehen. kämpfen? Wo das Ja, einfach dann. ist? So. Nein, komm, zieh auf ihn! Alter, Dem nee. hast du's. Hat nicht geklappt. Müssen wir nochmal versuchen. Ich hab mir Ah. schon gedacht. Gehen wir noch ein paar Schritte raus. Ich bin ganz da. Mich fragt Ich ja werde keiner. nicht von hier weggehen. Das hast du nicht gewusst. So, gehen wir mal hier hin. Ja, das hat er gar nicht gebrauchen. Die Alter. hauen. Davon lasse ich lieber die Finger. Mir geht es besser zu glauben, was man. Nein. Da muss man mal ganz genau. Er hat auf jeden Fall schon Davon lasse Komm. ich lieber die Finger. Schlecht. Dem hast du es Ah. gezeigt. Gefällt mir gar nicht gerade. Gefällt mir gerade wirklich gar nicht. Das schon gedacht. Wir müssen stärker werden. Wie viel haben wir noch? Also, uns fehlt noch knapp ein. Warte, wie viel? Knapp noch 1000 Mal Erfahrungspunkte. ganz kräftig dazwischenhauen. So, die Frage ist: Haben wir hier irgendwie. Dragomirs Armbrust können wir. Dragomir hat seine Armbrust bei einem seltsamen Steinkreis in den hohen nördlichen Bergen verloren. Das kann ja nicht ewig so Hohe weitergehen. nördliche Berge. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Da müssten wir Von durch hier den, erfährt er nicht mehr, was ich ich nenne das glauben jetzt mal den kann. verbotenen Wald, den gefährlichen Die Wald haben die durch. Lücke sich doch noch gekriegt. Ich wundere mich aber gar nicht mehr. Warum läuft die Musik gerade gar Woher nicht? kann er wissen? Wie du sagst. Ah, jetzt fängt sie an. Die Musik fängt jetzt langsam wieder an. Hab mich schon gewundert, warum läuft die Musik nicht. Aber ich würde wirklich jetzt lieber zusehen, dass wir hier nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Aber das mit Bulko und Silvio, das müssen wir hinkriegen. Fällt mir gar nicht, dass wir wirklich von denen aufs Maul kriegen, und zwar ordentlich. Da müssen wir zusehen, dass wir irgendwo noch ein, zwei Leveln aufsteigen, damit wir 10, 20 Lernpunkte kriegen. Dann nochmal ein bisschen auf Stärke Der gehen. soll mir nichts von Pflicht erzählen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Und Bulk und Silvio müssen wir auch richtig ordentlich noch verprügeln. Das gefällt mir gar nicht, wirklich. Ich bin da nicht zufrieden mit. Ich sag das jetzt tausendmal noch, gefühlt. Müssen wir doch hinkriegen. Vor allem ist es jetzt auch so lange her, wo ich das letzte Mal gekämpft hatte. So richtig, richtig Schwertkampf gemacht hatte. Dass das dann ein bisschen verlernt wurde von mir, sage ich jetzt mal. Hier. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Können wir hier mal gucken, was wir hier für Gegner finden. Genau, das ist der Armbrustschütze oder Bogenschütze, der Jäger auf jeden Fall. Ich hoffe, die sind hier nicht allzu gefährlich. Da haben wir Feldläufer. Das sind noch mehr Erfahrungspunkte. Ja, Mann. Die holen wir uns. Komm, ey, jetzt lass dich nicht verprügeln. So.
schlimm genug wegen Bulko, dass wir da verprügelt werden. Gibt's hier noch mehr dergleichen? Ich speichere nochmal. So. Wir brauchen auch definitiv eine bessere Waffe. Jo, die gehen. Zwar nicht alle auf einmal. Aber doch. Triff den. Der will mich doch verarschen. Und die können wir wenigstens looten. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. So, ach, hier noch ein schwerer Ast. Noch ein schwerer Ast. Da ist nichts zu holen. Und den da noch? So. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Speichern. Sind Erfahrungspunkte. So. Hier sind wir aber auch echt noch gar nicht richtig hingelaufen, oder? Was ist denn das? Ah, ganz normale Wölfe. Nice. Und noch eine Steintafel. Und Dodos! Gibt's hier hinter noch was? Was uns überraschen könnte? Nur ein Fluss. So, einer geht zum Reiten erstmal. Nein, zu früh. Komm, 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 komm. Kommt der nächste bitte. Komm, 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 komm. Ja, komm her. Okay, ein Schlag, 70 Erfahrungspunkte. Und den dann noch. Nice. Hier noch mehr. Ach, hier. Jo, hau den kaputt. Okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Gut, einmal speichern. Dann müssen wir zusehen, dass wir das irgendwo kochen können, das ganze Fleisch. Pfeil. Oh. Da wurde jemand als Schießübung, Zielübung missbraucht. Und noch eine Fackel. Noch mehr Pfeile. Spruchrollen. Das sind aber viele. Lederbeutel. Noch mehr Pfeile. Rostiges Schwert. Können wir aber auch wieder verkaufen. Hier noch eine Fackel. Oh, Heilpflanzen. Können wir erstmal wieder ein paar nehmen, würde ich sagen. So, wo haben wir sie? Heilpflanze. Und nochmal ein paar Heilkräuter.
Ah, Moritz. Das hat aber auch ewig gedauert. Da ist nichts zu holen. Ich höre Goblins. Da. Das wird jetzt gleich wieder ein Spaß. Nein, komm. Ja, trifft ihn. Der muss auch zuhauen lernen. Ernsthaft jetzt? Ich werde jetzt von einem einzelnen Goblin hier verarscht. Alter. Das hat jetzt aber auch ewig gedauert. So, noch einen schweren Ast. Noch ein schwerer Ast. Das war jetzt aber mies. Wo sind wir jetzt genau? Ach, hier oben. Krass, dass wir nicht früher hier rumgelaufen sind. Speichern wir vielleicht lieber einmal. Dauert jetzt ein bisschen und jetzt. Und dann rüsten wir mal eine Fackel aus. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Gibt es hier noch irgendwelche Viecher? Heilpflanzen auf jeden Fall. Und Feuerkraut. Oh, da liegt auch noch was. Noch ein Heilkraut. So, Feuernässe. Aber ich sehe jetzt hier keine Viecher. Ja, hier auch noch einen übersehen gehabt. Okay, und hier noch mehr. Hey, du, bleib stehen! Wegelager. Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Geh mir aus dem Weg. Du hast eine ganz schön große Klappe, Kleiner. Es wird Zeit, dass ich sie dir stopfe. Komm. Nice. So, deine Sachen gehören jetzt mir. Lebt er noch oder ist er tot? Okay, nice. Eine Stufe haben wir jetzt nochmal aufgestiegen. Jetzt bräuchten wir aber noch eine am besten. Ich glaube, der ist tot. Weil der sich mit uns angelegt hat. Und da sind noch ein paar Dodos. Würde ich aber lieber was fressen wollen hier. Für die Gesundheit, damit wir hier... nicht gleich aus Versehen draufgehen. So, Mana, Lebensenergie. So, und einmal speichern. Jo, gleich kommt noch einer von hinten, okay. So, komm. Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Für Stufe 10. 27.500. Knapp 5.000 Punkte müssen wir jetzt irgendwo her sammeln.
Fackel da liegen lassen, ne? So. Gehen wir hier mal weiter. Aber komisch, dass wir den Weg hier noch gar nicht gegangen sind. Wo? Ach, nur einer? Ist hier noch einer? Okay, jetzt ist die Frage, wo kommen wir? Wenn wir hier hochgehen. Ich speichere lieber mal. Nur zur Vorsicht. Nicht, dass wir hier oben drauf gehen. Snapper. Oder warte, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir gegen den ankommen. Okay, Snapper können wir auch schon langsam. Nichts zu plündern. Snapper sind auch schon mögliche Gegner für uns. Da ist ja noch einer. Na komm, schlag doch zu! Aber wo sind wir jetzt? Oh, ich brauche die Fackel. Barane oder? Oder andere Barane oder Lurker? Ich erkenne das jetzt nicht. Das sind Barane. Warum macht er so langsame Schritte seitlich? Warum rennt er nicht? Das sind Warane. Gucken wir mal, ob wir gegen einen klarkommen. Einen, nur einen. Ja, nur dich. Okay, Warane kommen wir auch schon. Einigermaßen an. Aber ist ein bisschen schwieriger. War klar. Dass wir da jetzt drauf gehen. Wo ist meine Fackel? Die habe ich jetzt nicht ausgerüstet, ne? So, dann können wir den Apfel fressen. Ein Brot. Eine Milch. Komm, hier. Blauflieder können wir auch fressen. Heilpflanze können wir fressen. Wir haben gleich keine Heilpflanzen mehr. Und das müsste jetzt reichen. Was ist das? Hier ist eine Pyramide. Da unten eine Ausgrabung. Oh, Gold. Aber bitte sag mir, dass wir jetzt hier vernünftige Waffe kriegen, die wir auch schon halten können. Alter, wie viel Gold hier einfach so. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken.
So, Steintafel. Gold. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Nein, wir können die... Wir können das Ding nicht aufheben. Öffnen. Da liegt ja noch eine Tafel. Wie viel Gold liegt hier rum? Da ist noch eine unter der Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Da ist eine unter der Truhe. Ich will die mit... Da. Da ist auch nochmal. Okay, das Ding können wir nicht aufmachen. Dann gehen wir mal erstmal. Ist auf jeden Fall eine alte Ausgrabungsstätte. Hier ist auch nochmal was. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Wir müssen Schlösserknacken lernen. Aber erst einmal müssen wir stärker werden, um gegen Bulko anzukommen. Denn das mit Bulko regt mich richtig auf, dass der uns erst einmal bedroht, dass wir weggehen sollen. Und dann noch so mies ist und uns hier... fortjagen will. Warte mal, wo genau sind wir jetzt? Wir sind jetzt wieder auf der Straße, okay. Ich speichere noch einmal. Ich habe aber gerade gehört. Ah, eine Blutfliege. So, die nächste bitte. So, nice. Oh, noch ein Steintafel. Alter, wie viele Steintafeln. Schatulle. Honig, nehmen wir auch mit. So, Beeten. Und nochmal 100 Stück. Ah, nein. Ist noch nicht neuer Tag. So, okay, die Fackel schnell wieder aufheben. Ist das eine Höhle? Ne, ist keine Höhle. Aber... Oh. Was gewinnt das? Okay, Scavengers, kein Problem. Wenn die alle auf einmal kommen. Ich speichere vielleicht noch einmal. Wir können aber bei Quirinus dann die Snapper, die da irgendwo sind, rumlungern. Auch mal ausschalten gehen. Dunkelpilze, nice. Wo? Ach, da. Der alleine? Das ist ja noch einer. Das ist ein... Ne, ist ein Scavenger. Feuernessel, nice. Ich hab wieder... Ah, okay, das ist der andere Seitenweg. Hier hin, wo ist meine Fackel hin? Da oben liegt sie. Ich finde es komisch, dass wir mehr sehen, sobald wir die Fackel aufgehoben haben. Aber es gar nichts beleuchtet, wenn die auf dem Boden liegt.
Ich habe Angst, was auf uns noch zukommt. Vor allem, wir laufen hier auch im Dunkeln rum. Warum laufen wir hier nachts rum? Man sieht hier gar nichts. Warane. Wir gehen. Warane gehen wir. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Mehr als genug. Da fehlt uns noch zu viel für die nächste Stufe. Aber ey, wir müssen Bulko und Silvio wirklich mal aufs Maul hauen. Das müssen wir hinkriegen. Das lässt mich jetzt gerade nicht in Ruhe. Hier geht's aber auch noch nach oben. Nein. Bitte hier hoch. Genau. Hier gibt's jetzt aber niemanden, ne? Hier oben. Jetzt kommen sie gleich, fallen wir irgendwo runter und gehen drauf. Ne, ich sehe hier auch nichts. Ah, ich sehe nichts. Wo laufen wir hin? Alter, die Krähe. Alter. Die Krähen verursachen Jumpscares. So, merken, nicht mehr nachts unterwegs sein, weil dann kommen zu Haufen dann die Krähen und erschrecken ein. So, die schöne Hängebrücke. Und dann gehen wir Richtung Corinnes. Und da gab es auch, glaube ich, irgendwo noch einen Ork. Wenn wir hier irgendwo es schaffen, einen Ork zu erlegen. Okay, jetzt gewittert es ihn noch einmal. Okay, gut. Also wenn wir es gleich irgendwo hier schaffen. Warum gewittert es? Immerhin ist es kurz, dann hell. Immerhin. Oh, rostiges Schwert. Den übersehen. Und noch ein Pfeil. Gut, dass wir das auch noch eingesammelt haben. Ich wollte schon sagen, falle ich jetzt hier in den Abgrund? Jetzt noch dunkler. Sie jetzt noch weniger. Weder auf dem Bildschirm noch auf den anderen. Auf den OBS-Bildschirm, also womit ich aufnehme. So. Dann müssten wir jetzt hier gleich wieder Hauptstraße sein. Okay, das mit Gewitter ist jetzt gerade echt heftig. Ist das hier öfter so, dass nachts die Gewitter so knallen? An sich, ich mag Gewitter. Muss ich auch nur leider auch dazu sagen. Solange die Gewitter nicht für Stromausfall oder Internetprobleme sorgen. Solange mag ich Gewitter. Denn ich hatte es auch schon ein paar Mal gehabt, dass wegen Unwetter hier in NRW
das Internet bei mir ausgefallen ist. So, ich muss niesen gleich. So, habe ich einmal kurz stumm gemacht. Ah. Aber dann würde ich eher sagen, wir gehen nach Korinnes in der nächsten Folge und erlegen da mal die Snapper, die dort irgendwo unten sind, hinterm Wald. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.